So, dann recht herzlich willkommen. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen den TBV Lemgo. Vor 5.732 Zuschauern entstand 32:21 zur Halbzeit 18:10. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, Rolf Herrmann mit 7 Toren und Anton Mansson mit 6 Treffern. Auf Seiten des SC Magdeburg 7 Treffer durch Matthias Musche und jeweils 4 Tore von Mats Christiansen, Robert Weber, Michael Damgard und Nemanja Zelenovic. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Florian Kehrmann, Trainer des TBV Lemgo, und bitten um seine Worte zu diesem Spiel. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an den SC Magdeburg und an Bennett für den verdienten Sieg. Ich glaube, dass für uns die Situation nicht so glücklich war, nach Magdeburg zu fahren. Der Druck war, glaube ich, schon relativ groß auf dem Kessel, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen müssen. Dass sie Qualität in der Mannschaft haben, das hat man bei dem Spiel gegen Flensburg gesehen. Und dass sie eine der kompaktesten und besten Abwehrreihen stellen in der Liga, das ist auch kein Geheimnis. Und deswegen wussten wir, dass wir eigentlich nur eine Chance haben, wenn wir selber gut Abwehr spielen, wenn wir schnelle Tore machen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben in der Anfangsphase noch relativ gut gedeckt, haben auch Magdeburg vor Probleme gestellt, haben, ich glaube, 5-mal eine Situation gehabt, wo wir sie am Zeitspiel hatten, schaffen es da aber nicht, den Abpraller zu bekommen, diese letzte Situation zu decken und dann auch wirklich den Ball zu gewinnen. Und diese Situation bringen uns dann immer wieder in den Angriff, im 6 gegen 6. Da haben wir es in den ersten 12, 13 Minuten gut gelöst, fand ich. Wir haben, ich glaube, bis zur 16. Minute, bis zum 6:7, da gut gegengehalten, aber mussten dann mit fortlaufender Dauer auch bedingt durch ein paar Wechsel da viele einfache Tore dann in der zweiten Phase hinnehmen und in der ersten Phase, und die haben uns dann das Genick gebrochen. Und das war dann einfach zu viel für die erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit sind wir dann gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Da muss ich auch der Mannschaft für die ersten 10 Minuten wirklich sagen, dass das so nicht geht. Wir sind dann bis auf 15:27 ist Magdeburg weggezogen. Das war dann viel zu einfach. Da haben wir quasi Trainingshandball gespielt. Haben uns dann am Ende nochmal drauf besonnen, ein bisschen Abwehr zu spielen. Ich habe gerade auch mit Dominik Ebner, einem jungen Mann, Spielzeit auf halb rechts gegeben, der das erfrischend gemacht hat. Und trotzdem bin ich natürlich mit der Leistung insgesamt nicht zufrieden, mit dem Ergebnis schon gar nicht. Aufbauen sollten wir auf die erste Viertelstunde und die Deckungsleistung bis zum Zeitspiel oder bis zum Fast-Zeitspiel. Dankeschön. Danke herzlich, Florian Kehrmann. Ja, Bennett, deine Meinung zu diesem Spiel? Ja, Flo, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Flo hat schon vieles analysiert, vieles gesagt. Ich empfand den Druck gar nicht so groß auf uns. Ich habe ihn auch versucht, bewusst von der Mannschaft zu nehmen. Denn sind wir mal ehrlich, gibt es für uns in jedem Spiel Druck, denn wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir sind eine Profimannschaft. Das sieht man, glaube ich, auch, dass wir jedes Spiel gewinnen wollten. Ich freue mich einfach und bin einfach erleichtert für die Mannschaft, dass sie sich endlich mal belohnen konnten. Und dann belohnen mit 2 Punkten. Nicht mit einem warmen Händedruck oder nur mit 1 Punkt, sondern mit 2 Punkten. Das war jetzt in diesem Moment, in dieser Phase sehr, sehr wichtig für alles Weitere, was wir vorhaben. Ich freue mich jetzt enorm, wieder eine Woche zu haben. Keine englische Woche, sondern eine ganze Woche, um weiter an uns arbeiten zu können, ordentlich trainieren zu können und dann erst in einer Woche wieder in Gummersbach spielen zu müssen. Das Wichtigste eigentlich noch, ich habe noch 2 Sachen, aber das Wichtigste zum Abschluss, Flo, ich und wir als SC Magdeburg wünschen natürlich Christian alles, alles Gute. Gute Besserung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Das ist ein wirklicher Wermutstropfen in diesem Spiel geworden. Bei allem gewinnen wollen, tut uns das auch vom Herzen leid. Und wir wünschen, dass er schnell wieder gesund wird und schnell wieder dem TBV Lemgo helfen kann. Sehr glücklich, ich habe es aber eigentlich auch nicht anders erwartet, bin ich, wie unsere Magdeburger Fans, Finn Lemke empfangen haben. Das ist vielleicht nicht für jeden selbstverständlich, für mich schon. Finn Lemke ist bis 30.06. nächstes Jahres Spieler des SC Magdeburg und wird alles, was er hat, sein Herz, seine Leistung, für uns geben. Also sehe ich keinen Grund, warum wir das nicht auch für ihn tun müssen. In der Mannschaft ist das komplett klar. Man sollte nicht vergessen,
was für ein wichtiger Bestandteil er auch in diesem Jahr in unserem Erfolg der DHB-Pokal war. Ich glaube, dass wir uns den alle am 30.06. angucken können und ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg wünschen können. Das wollte ich nochmal loswerden, sonst vielen lieben Dank. Schönen Sonntagabend noch. Dankeschön, Bennett. Ja, Steffen, was kannst du noch ergänzen? Ja, ich glaube, dass wir nach den letzten Spielen, die wir hatten, wo wir sicherlich auch schon guten Handball gespielt haben teilweise, Ben hat es schon gesagt, uns belohnt haben. Heute war es eine absolute Teamleistung. Heute hat wirklich jeder seinen Teil dazu beigetragen, obwohl halt auch 1, 2, 3 Spieler ein bisschen angeschlagen waren. Alle haben sich da reingehängt in diese Teamleistung und das war, glaube ich, das Wichtigste für uns und eben auch zu sehen, dass wir ein Spiel positiv gestalten können. Ich glaube, dass das der nächste gute Schritt war. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns auf Gummersbach vorzubereiten. Das ist für uns wahnsinnig viel Zeit und wir haben die Möglichkeit, eben verschiedene Sachen eben zu verbessern und da, glaube ich, haben wir eben auch noch Potenzial nach oben. Danke. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Trainer und Verantwortlichen. Ja, Ronny, bitte mit Mikrofon. Wir werden wieder in den diversen VIP-Räumen auch verfolgt. Ja, ich habe eine Frage an beide Trainer, einmal an Florian Kermann. Kann man zu der Verletzung von Christian Klimek schon was sagen und zu Benno? Finn Lemke hat sich, glaube ich, auch leicht verletzt zum Ende. Vielleicht gibt es auch schon eine Prognose. Ja, also müssen wir erstmal abwarten. Die erste Diagnose von unserem Arzt ist da, aber wir veröffentlichen dann Diagnosen, wenn sie wirklich feststehen. Ich glaube, da jetzt zu spekulieren, wäre das Falsche. Ich bin natürlich so ein bisschen auch geschockt, weil Christian auch ein wichtiger Spieler ist. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Und jetzt gucken wir mal, dass er da behandelt wird. Wird morgen sicherlich die eingehende Untersuchung haben und dann werden wir mal schauen. Es geht ums Knie, genau. Ich kann da vielleicht sogar bessere Auskunft geben, weil es bei Finn nicht ganz so dramatisch sich darstellt. Finn hat einen Pferdekuss bekommen, Knie ins Oberschenkel, Außenseite, wollte wahrscheinlich sogar noch mal spielen, war dann eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund des Spielstandes, ihn zu schonen, um ihn auch in der nächsten Trainingswoche wieder voll belasten zu können. Aus jetziger Sicht sehe ich da keinerlei Probleme, dass er nicht schon am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Stand ist. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann habe ich noch das Resultat, welches zum Parallelspiel stattgefunden hat. Balingen gegen Minden 23-23. Und am heutigen Abend dann noch Coburg gegen Leipzig und Hannover gegen Wetzlar. Wir sehen uns wieder am 28. September hier in der GTEC Arena. Denn unser Gegner Wetzlar. Bis dahin danke ich euch herzlich. Angenehme Auswärtsfahrt mit einem hoffentlichen Sieg in Gummersbach. An unser Team und dem TBV Lemgo alles Gute und weiterhin Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.